Moje Kanna, ich bin jetzt heute meine Geschichte mit Brust. Und die Geschichte, die ich euch erzählen die ist hier an der Wallis dran. Und für das wir die Wallis abkriegen, brauche ich Hilfe. Das geht nämlich mit einem Zauberspruch. Komm, ihr summen, lenke alle zusammen. Mi, ma, maus, Geschichte komm heraus. Mi, ma, maus, Geschichte komm heraus. Ah! Das hat irgendwie nicht geklappt. Ich meine, wir wären nicht hart genug. Komm, wir probieren das mal nach ein Kehr. Und das Kehr möchte die Freunde heimat. Okay? Seid ihr bereit? Mi, ma, maus, Geschichte komm heraus! Ah, oh, nee, das hat noch einmal nicht funktioniert. Und nach ein Kehr bist du mir hart. Mi, ma, maus, Geschichte komm heraus! Ah, da ist es gegangen. Da kann ich nur losgehen. Meine Geschichte, die spielt an einem Busch. An einem großen, deichtren Dannenbusch. Und an dem Busch, da steht ein ganz kleines alt Haus. Und an dem Haus, da wohnt ein Gäste-Mama mit ihren 7 kleinen Gästen. Ah, die Gäste-Mama, die war so froh mit ihren kleinen Gästen. Sie hat sie so gern, wie sonst nicht anders auf der Welt. Ein Kind hat Mama die kleinen Gäste bei sich gerufen und sie hat gesagt, mein Leif kann er, ich gehe an die Stadt auf dem Meer da kaufen. Bleibt all schön zusammen am Haus und passt nimmer ob dass der Wolf nicht rackend. Weil als die bist du bannen, da frisst ihn erst mit Haut an Hohe. Die kleinen Gäsen und der Mama gut nur gelauscht hat. Er macht nimmer keinem Tier ab, bis ich vom Ackhafen zurück bin. Ja, meine Mama, wie wissen wir dann, ob's du für unter dir stehst oder die böse Wolf? Und die kleine Gäste gefragt. Mada, das ganz einfach, hat Mama geantwortet. Mich erkennt er um meine Patten. Weil meine Patten, die sie schön weiß. Und dem Wolf sind Patten, die sind deichter. Und der erkennt mich um meine schöne Stimme. Weil meine Stimme, die ist ganz hell. Und dem Wolf sind Stimme, die ist deichter wie nurst. Okay, Mama, wir haben alles verstanden. Du kannst ruhig an die Stadt ankaufen gehen. Und Mama hat sich auf den Weg gemacht für an die Stadt auf die Macht. Ich gehe allo zu Fuß an die Stadt, an die Stadt, an die Stadt, an die Stadt auf die Macht. Ich kaufe für mein Gießen an. Wat man, ich hab mir Käfchen dran. Am liebsten Husi. Frisch Gemäß, Gemäß, Gemäß an. Apple, Zucker, Seis und dann in Töpfchen rot Gebiss, Gebiss, Gebiss für mein kleinste Gieß. Und an der Zeit, als der Wolle vom Busch rund um das Gießenhaus geschlach. Gäse sind heute lang daheim. Und schon so in Hunger. Mal gucken, ob sie mich raus sind.
Mar, ob dir lief gießen. Ja, Mama ist zurück. An hohe dir etwas Schönes mitbrust. Aber die kleinen Gießen, die hatten im Wolf sing deichter Stimme hören. Und sie haben gesagt, du bist nicht Eis, Mama? Eis, Mama, hat ein schön hell Stimme. Und den Stimme, der ist deichter. Du bist der böse Wolf. Mach, dass du fortkennst. Mit dem Wolf, den hat eine Idee. Hin ist in die Boutique gegangen. Und hin hat sich erst den Kreid gekauft. Und das hat er ganz gies, für genau so eine schöne, helle Stimme zu kriegen, wie die Mama gies. Oh, so klingt es hier schon wie die Mama gies. Mal gucken, ob Gäse mich lohren lassen. Macht, ob dir lief Gäsen. Ihr Mama ist zurück. An hohe dir etwas Schönes mitbrust. Die kleinen Gäsen, die wollte schon voller Fried dir abmachen. Aber ein kleiner Gäse hat sich daran erinnert, was Mama sagt. Und die sagt, weiß Eis als ein Stinkpott. Und der Wolf hat sein deichter Pott über bei das Fenster gehalten. Oh, sind die kleinen Gäse noch feiert? Also dann, du bist ja gar nicht Eis, Mama. Eis, Mama, die hat zwei Weißpotten. Und den Potten, die sind deichter. Du bist der böse Wolf. Mach, dass du fortkennst. Mit dem Wolf. Den hat sich nicht so sehr aus der Ruhe bringen gelassen. Hin ist bei den Bäcker gegangen und hier sagt, Strömer Mehl auf mein Patten, für das ich hier weiß gehen, so friess nicht dich. Oh, der Bäcker, den hat lieber schnell gemacht, was der Wolf sagt, weil er wollte ja sicher nicht vom Wolf gefriess gehen. Und mit seiner weißen Pott und der schönen, heller Stimme aus der Wolf ein dritte Keier bei dem Gäsenhaus gegangen. Macht, ob dir lief Gäsen! Ihr Mama ist zurück und hat die Frage von ihr, ob es schönes Mottbrust. Ja, macht's ab, schnell, schnell! Das Keier waren die kleinen Gäse nicht so dumm, als sie haben direkt gefroht. Weiß Eis als ein Stinkpott? Und der Wolf hat sein schönes weiß Pott über bei das Fenster gehalten. Weiß Mama ist zurück, Eis Mama ist zurück, und die kleinen Gäse geschaut, als sie voller Fried dir abgemacht. Meh, das hast du gar nicht Eis Mama. Da das der böse Wolf. Ah! Die kleinen Gäse sind zurück ans Haus gelaufen. Also sie probiert sich sehr, ob alle möglichen Plätze zu verstoppen. Die erste Gäse ist ganz schnell in den Tisch gesprungen. Die zweite Gäse, die hat sich in dem Spülstein verstoppt. Die dritte Gäse aus hopp, hopp, hopp in die Bettdecke gekrabbelt. Und die vierte Gäse hat sich in das Waschbeetchen gesetzt. Die fünfte Gäse hat sich am Kleiderschaf verstoppt. Und die sechste Gäse innen am Oven. Die siebente Gäs, das war die kleinste Gäs. Und die hat sich Oven an der Aue verstoppt. Mit Gäsen. Die hatte keine Chance. Der Wolf hat sie alle gefunden und gefriert.
Wie er so voll gefräst war. Oh, mit seinem dicken Bauch. Oh. Und als er so mitging, und als er auf Wies gingen, und er hat sich unter den großen Baum gelöscht, um zu schlafen. Aber als Mama vom Ackhafen kam, hat sie von Weitem gesehen, dass die aufstehen. Sie ist sehr an das Haus gelaufen. Oh, was war das denn du schon nicht gebunden? Denn durch und still waren umgeheut. Bettdecken und Kissen du schon nicht. Oh, das ganze Geschirr war gebrochen. Oh, mein Gästen, mein kleines Gästen, wo sind da dann? Oh, wo sind da mein kleines Gästen? Ma, wie wird einfach da käme? Bis ob einmal wollte Mama ein kleines Stimmchen hören, die sagt, hey, sinnisch Mama, hey, hanna dir an der Aua. Mama hat Dauer abgebaut. Sie hat die kleinen Gäse rausgeholt und sie hat sie ganz viel Leif gedreckt. Die kleinen Gäse hat der Mama alles erzählt und da sind sie direkt raus auf Wiesku gegangen. Und da lange noch schon der Wolf, der lange Weh ob der Wies zu schlafen. Und hatte so einen dicken Bauch und er hat geschnarcht. Oh, die Gemeinde wäre am Gang, den ganzen Busch zu sehen. Die Mama hat dem Wolle vorsichtig die Hand auf den Bauch gelöscht. Oh. Aber das da dann. Oh. Du wiebelte die am Bauch. Mein kleines Gäse liebe Jonach. Der Wolle von mein Gäse liebe schon geschleckt. Die Mama ist schnell ein großes Scheuer sich gegangen. Und hat mit der dem Wolle vorsichtig den Bauch abgeschnitten. Und die kleinen Gästen sind hopp, 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 eng nur der eine rausgesprungen kommen. Auf ihr, dass der Wolf nicht soll merken, und sie dem Wolf dick Stängel an den Bauch gepackt. Und die Mama hat dem Wolf mit einer Nadel an einem Fuder den Bauch herumzugebitzt. Dann sind die Gäse sich verstoppen gegangen und der Wolf als kurz drüber wäscht. Oh, oh, la, la, was tun uns der Bauch so weh? Oh, es gäbe Mengen. Ich hatte lauter Stänkies und kein kleines Gießen. Oh, la, 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 la. Oh, aber sie sind noch so düsterisch. Oi, oi, oi. Die Wolle war bei der Pütz gegangen, um zu trinken. Sie hat sich rübergebeckt und in das Kopf über drauf gefallen und ertrunken. Gießen, die hatte von weitem Himmel durch Schnee geguckt. Sie sind dabei gelaufen, sie hat sich mit den Händen geholt und sie hat gesungen und gedanzt. Der Wolle war tot, der Wolle war tot, der Wolle war tot. Von da uns hat sie der Wolle nie mehr berichten zu fährten. Aber sie nicht gestorben sind, da leben sie nach Haut. So, Kanner, das war meine Geschichte vom Wolle von der Sieben Gießen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und ich hoffe noch, dass dir die böse Wolf nicht so viel gefährt hat. Ja, in Wirklichkeit ist es ja so, dass den Wolf nicht braucht, so zu fährten. Ne? Den ist gar nicht so böse, wie den an den Geschichten immer durchgestaltet. Aber an der heutigen Geschichte muss ich sagen, du wärst schon ein richtig böse. Und darüber singen wir hier noch ein kleines Lied. Sie froh, sie hullo hier, de Wolle was tot, de Wolle was tot. Spaziere kenne sie goen, ka kein in mei bestoen, hinaus an de Pötz gefall.
an Gießen, die feiern all. Gießen sie froh, sie hullo hier de Wolle was tut, de Wolle was tut. An Mama, die kann ihrem lachen, sie braucht sich kein Sorgen zu machen. Hinaus an de Pützke voll, an Gießen die feiern all. Hinaus an de Pützke voll, an Gießen die feiern all. So, dat war het. Adi Kanner.